There are some things in life that look easy, but then get more complicated the digger you deep. Such as digging a hole in the sand, relationships, or German reflexive verbs. In den meisten Sprachen ist ein Verb etwas, was du tust. To help, to serve, to play. Und ein reflexives Verb ist etwas, was du dir selbst antust. Help myself, serve myself, play. Was? Und auf Deutsch ist es oft auch der Fall. Aber ab und zu hat das reflexive Verb eine komplett andere Bedeutung im Vergleich zu der originalen Version. Und zusätzlich dazu haben sich die Deutschen entschieden, einen komischen, dativ-reflexiven Cocktail zu machen. Und heute werden wir euch erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, los geht's! Double Deutsch! Also, wie gesagt, ein reflexives Verb benutzt man, wenn man sich selbst etwas antut. Und in 95% der Fällen kann man diese Regel benutzen. Etwas trocken. Sich trocken. Etwas fertig machen. Sich fertig machen. Etwas duschen. Sich duschen. Aber in manchen Fällen hat das reflexive Verb eine ganz andere Bedeutung. Wie zum Beispiel, das deutsche Verb anziehen heißt to attract. Also logischerweise wäre sich anziehen, sich selbst anzubaggern. Oder? Nein, das würde nicht so viel Sinn machen. Also sich anziehen heißt einfach to get dressed. Sich anziehen ist ja sozusagen, wenn man die Klamotten aufsetzt. Also sich ausziehen sollte ja heißen, dass du die Klamotten absetzt. Oder ja, ausziehst. Aber ausziehen ist auch, wenn man seine Wohnung oder das Haus verlässt. Also to move out auf Englisch. Nice and logical. Hast du was bisher gemerkt? Oder hast du dir etwas bisher gemerkt? Das sind zwei komplett unterschiedliche Fragen. Die erste Frage heißt, ist dir bisher etwas aufgefallen? So have you noticed anything? Aber es wäre nicht so logisch, dass man sich selbst merkt. Also, bei der zweiten Frage geht es darum, ob man sich etwas ins Gedächtnis einprägen kann oder nicht. Also, etwas merken, to notice something. Und sich etwas merken, to memorize something. Okay? Dann merk's dir mal. Now, the final point we're going to cover is directly related to the last sentence. Merk's dir mal. Weil anstatt merk es dich mal, sagt man merk es dir mal. Aber warum? Weil es in diesem Satz zwei verschiedene Objekte gibt. Es gibt dich selbst und die abstrakte Idee es. Aber wie funktioniert es mit anderen Beispielen? Ich wasche mir die Haare. Ich schaue mir den Text an. Ich trockne mir die Füße. Also anders gesagt, wenn du zwei verschiedene Objekte in einem Satz hast, benutzt du mir oder dir anstatt mich oder dich. Kapisch? Nö. Well, here's a quick summary. Washing an object, it's a verb. Ich wasche den Boden. Washing yourself in general, it's a reflexive verb. Ich wasche mich. Washing a specific object on your body, it's... Was? Ich wasche mir die Hände. Now we hope you enjoyed the video, and if you want to practice these in detail, don't forget to check out the bonus material below. And if you want some more German grammar made fun, then check out the link somewhere up there. And don't forget to subscribe. Bis zum nächsten Mal.